Theater. Ja, Katja, oder ein kommunales Versorgungszentrum, Wirtschaftszentrum in Kronstadt gebaut in einem riesen Industrie- und Wirtschaftskonflikt-Bereich. Hanne Stefani hat mir eben erzählt, dass das nicht so richtig gelungen ist, ging nicht so gut. Dann hat man Gott sei Dank Riesenräume für Impfzentren gehabt und jetzt hat die Stadt mit großem Engagement gesagt, hier ist ein Willkommenszentrum für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Schön, dass wir uns das heute so intensiv anschauen dürfen. Wunderbar organisiert, tolles Engagement, viele junge Leute hier. Und auch nochmal von uns ein großes Dankeschön an die Stadt Kronstadt und natürlich an Hannes, der Ansprechpartner ist, wenn hier irgendwelche Notwendigkeiten sind, wenn etwas besorgt werden muss. Hannes. Ja, vorab einen herzlichen Dank an alle Spender, weil dieses Zentrum lebt davon, dass gespendet wird. Es wird zwar von der Stadt Kronstadt getragen, administriert, aber die Güter, die gebraucht werden, die Lebensmittel, die Bekleidung, die Notwendigkeiten für die Flüchtlinge, die werden alle über Spenden in das Haus gebracht und wir sind über euch, dank eurer Spenden, auch diesem Haus sehr verbunden und bekommen immer wieder Bedarfsmeldungen und werden dann auch kurzfristig tätig, kaufen die benötigten Sachen ein und überbringen sie, so auch heute passiert. Und das war jetzt ein glücklicher Zufall, eine Fügung, dass ihr gerade zu Besuch seid. Und gerade kommt hier eine größere Ladung an Lebensmitteln an. Und das passt gut, dass Hannes Stefani natürlich heute da ist. Den kennen wir seit langem, er ist Mitbegründer unseres Vereins gewesen und koordiniert mit einem riesengroßen Engagement hier in Kronstadt die Aktionen dieses Zentrums. Und gerade kommen hier Lebensmittel an. Wie ist das gelaufen? Genau. Der Bedarf des Zentrums wird immer wieder mitgeteilt. Wir haben letzte Woche eine konkrete Liste bekommen an Mitteln, die gebraucht werden und haben eingekauft. Und der Fahrer von unserem Mitarbeiter Christian Macedonski, der hat die gerade angeliefert und die Leiterin, die uns hier durch das Haus führt, die bedankt sich ganz herzlich bei euch. Wir wissen ja, ihr seid die Hauptsponsoren dieser ganzen Aktion und es ist eine sehr, sehr willkommene und auch sehr notwendige Hilfe. Ja. Vielen herzlichen Dank.